Komm, Simon. Ja. Servus Leute, herzlich willkommen auf Jura Climbs. Wir sind mit einer super Truppe im Zillertal unterwegs, waren ein paar Tage in den ewigen Jagdgründen Sportklettern und haben ein paar Touren für euch mitgefilmt. Der Max macht das Little Feet hier neben mir. Die Josi macht da hinten am Häuptling des Science Fiction und das große Highlight der Simon, die Kante des Einhorns, des Jumping Jack Flash. Sehr spektakuläre Aufnahme und alles klasse Touren. Und als Bonus haben wir auch noch ein paar leichtere Touren für euch mit dabei. Also viel Spaß beim Video. Auf geht's. Nein! Nein! Nein. Ah. Das gibt's nicht. Das ist die Science Fiction. Also ich muss ziemlich viele so kleine Leisten mitnehmen. Jetzt habe ich eigentlich eine ganz gute Beta. Gestern habe ich den Zug eigentlich fast gar nicht hinbekommen, aber jetzt geht's schon ganz gut. Auf geht's, Josi, komm. Jetzt schon hier. Es ist eine sehr längenabhängige Tour und ich muss ungefähr immer drei Zwischengriffe mitnehmen. Aber trotzdem alle. Sehr lohnend. Jawohl. Mein Gott, Walter. Und das ist eine 6A. Sehr entspannt. Also wirklich extrem schöne Leisten die ganze Zeit. Und man sieht einfach durch das viele Chalk, wo man hochgreifen kann. Gut, das Einzige, was so ein bisschen die Krux ist, ist, dass man mal so einen Untergriff hat, da so schräg nach rechts rüber muss und dann einmal einen Ripper nach draußen nimmt. Aber die Füße stehen immer bombastisch gut. Also ist geil. Ja, hat richtig Bock gemacht. Würdest du auch so weiterempfehlen? Ja, auf jeden Fall. Also es hat nicht ohne Grund 4 Sterne im Kletterführer. Cool. Passt. Ich glaube, wenn ein Altmühltaler Kletterer ins Zillertal fährt, dann sucht er sogar Tour. Richtig kleingriffig, schlechte Tritte. Aber wenn man dann die findet, dann geht's ganz geil. Gute Tour, ja, taugt mal.
Super. Auf geht's. Ja. Fuß hoch. Staubst. Ja. Mega. Super. Jo. Gut. Super. Juhu. So knapp wieder. Oh, aber das ist der Fuß hochgekommen. Boah. Geil. Gut. Danke. Hey. So gut, ja. Mega knapp. Danke. Gute Tour, ja. Darf mal. Wie viel to go war das jetzt? Jetzt am letzten Go schon noch mal einiges investiert. Fünfter, glaube ich, ja. War mir am letzten Griff gefallen. Und eigentlich weiß ich gar nicht, was jetzt anders war wie vorher, aber irgendwie hat es gelangt. Also die Tour heißt Jumping Jack Flash. Ich glaube am Einhorn, irgendwo in den Jagdgründen. Komm, Simon. Ja. Eine coole Kante mit kaum überflüssigen Griffen und ja, insgesamt oben ausdauert. Eigentlich kein Zug, der jetzt super schwer ist, aber die Summe. Vor allem sind es alles so offene Seitgriffe, man hat es nicht so in der Hand. Super, Simon. Alle. Auf geht's, Simon. Jawohl. Alle. Komm, Simon. Komm. Ja, komm. Auf geht's, Simon! Wir haben uns! Ja! Komm! Guck mal, Kante und Fuß hoch! Hand hoch, komm mal! Hand hoch, geht schon! Alle! Komm mal, Simon! Zum! Fuck! Das läuft hier nicht! Das war doch alles nicht wie geplant! Ja, cool, machst du noch einen Versuch? Einen noch, ja. Machen ordentlich Pause und noch Kaffee. Kaffee immer gut. Ja, ich glaube, man muss so Liebhaber von so luftigen, homogenen, langen Linien sein, weil es einfach schon so oben raus immer luftiger und steiler wird. Und es ist auch so eine ja, schon spezielle Kletterei. Man steht oft auf ganz abschüssigen Tritten, hat nicht viel in der Hand. So, also über Kraft kann man da nur mäßig viel kontrollieren. Aber das macht irgendwie aus so diese pure Linie und wenig Griffe. Also es hat wirklich fast nur das, was man braucht. Und dann muss man den Körper da irgendwie schön unterbringen.
ja, am Tagesende hat es doch noch hinkauen mit der Tour, mit platten Armen, aber irgendwie bin ich in den Flow gekommen und konnte oben dann mit allerletzter Kraft noch wegpressen oder wegschreien. Ja, jetzt bin ich schon glücklich, dass es so noch geklappt hat. Wunderbare Linie hier in den Jagdgründen. Hat mir richtig Spaß gemacht. Also das Homogene und wie die Kante immer leichter zu klettern wird, je mehr man so die Tricks raus hat. So von nahezu unkletterbar bis auf einmal kraftlos am langen Arm. Das hat mir echt taugt. Was sind denn eure Lieblingstouren in den ewigen Jagdgründen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Und dann bis zum nächsten Mal auf Euroclimbs. Er macht sehr schlau, er hat genügend Microcaps dabei, um dieses Monstrum abzusichern. Und er hat genügend Chalkbags, dass er, auch wenn es sehr anstrengend und sketchy wird, wenn es jetzt clean da durchgeht, dass er trotzdem keine schwitzigen Hände kriegt. Das ist eine gute Voraussetzung für den Durchstieg. Was sagst du zu der Tour, Franz? Also, nachdem mir jetzt Max schon so beratschlagt hat und gesagt hat, dass das so passt, wie mein Outfit ist, gehe ich da jetzt guten Gewissens rein, dass ich da das Ding durchsteige, dieses Monster. Ja. Tolle Seilreibung auch, ja? Ich staub zu raus. Oh ja. Links so als Kühlschrank. Weil wenn ich nicht der Thread King bin, der da ist. Also, die Mehrheit stimmt ab. Und mein Jan ist weg. Hey. Ja, so souverän. Ja. Können wir in Fuku eigentlich nachklettern jetzt noch? Ja.